Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, der letzte Part für heute. Ich habe Holz gesammelt. Ich habe gerade eigentlich voll lang gedacht, was sage ich jetzt? So, ich habe ein bisschen Holz. Irgendwie so scheiße oder so? Was war das denn für ein Fail? Hey, warum ist der denn jetzt auch leer? Willst du mich verarschen? Ich habe gerade neue Batterien geholt. Oder ist die eine Batterie hiervon leer? Wartet mal kurz. Das Problem ist ja, man weiß bei Batterien nie von außen, ob die leer sind oder nicht. Es sei denn, die haben so ein komisches... Wow, schmeißt alles weg. Teil, wo man sieht, ob die neu sind oder nicht. Was sieht denn hier von neuer aus? Also ich finde ja hier, die sieht neuer aus. Warte mal, kann man das wiegen? Nö, keine Ahnung. Ich schmeiß jetzt einfach mal eine weg und hol hier die. Vielleicht funktioniert das dann wieder. So rum. Was ist das denn schon Fail? Ich habe viel zu viele Batterien hier rumgammeln. Wisst ihr? So, ich will fortfahren. So. Ja, das sieht gut aus. Der komische Kreis dreht sich nicht. Achso, ich muss ja von innen dahin. Von innen. Aktiviert, aktiviert Abwehrkrepp. Keine Ahnung, wie ich jetzt drauf kam. So. Nein. Super. Nur Zauber. So. Ich hab's geschafft. Ich bin wieder da. I am back. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich das diesmal fertig krieg. Hoppa, hoppa. Okay, was kommt denn als nächstes? Achso, da die Teile. Gut, dann machen wir das. Dann machen wir das so. 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 Okay, fertig. Ich habe immer noch keine Helme, wie man sieht. Aber meine Axt ist ein bisschen vergewaltigt worden. Die ist mich ein bisschen kaputt. Da hinten sieht man auch schon, hier sind nicht mehr so viele Bäume. Den einen fetten habe ich weggekloppt, aber da hinten, die sind immer noch da. Und ich will unbedingt mal hier nach mehr hinausfahren. Weil da hat sich auch noch nichts generiert. Soweit ich weiß. Aber vielleicht sollte ich auch mal nicht da rausfahren und warten, bis die Updates draußen sind. Weil sonst habe ich gar keinen Dschungel. Und das wäre dumm. Jetzt müsste ich so richtig weit wegfahren, bis sich da ein neuer Dschungel generiert. Unsere Dorfbewohner, so ein Scheiß habe ich sowieso mit. Aber vielleicht spiele ich auch einfach irgendwann mit der Map hier am PC weiter. Und dann muss ich meinen Haushalt nachbauen. Ist ja nicht viel Arbeit. Ist ja jetzt schon total viel Arbeit, aber egal. Aber das kann ich ja dann kurz im Kreativmodus machen. Wenn du mich das alles farmen willst. Dann mache ich halt das Inventar, was ich dann habe. Einfach da rein kopieren. Also nicht kopieren, sondern halt einfach cheaten. Und dann spiele ich ganz normal weiter. Nur halt auf dem PC. So, so. Und dann kann ich die Grafik auch höher stellen. Und Texture Packs ändern. Aber das werden wir alles noch sehen, weil man weiß ja nicht, vielleicht wird die Xbox-Version ja mal genauso werden wie die PC-Version mit Mods und Texture Packs. Und ein geil Grafik, was eigentlich die Texture Packs sind, aber egal. Oder das war Fail. Das war Fail, muss mich so sein. Schon leer, ich habe aber noch ein paar. Oh, ich habe jetzt zu viele gemacht, Fail. Toll, so richtig übertrieben viele gemacht. Na gut, eigentlich habe ich mir nur zwei Stacks und einen halben gemacht, aber egal. Ist das schon mal oft, wenn ich extrem oft aber egal sag? Ich habe sowieso manchmal komische Angewohnheiten. Zum Beispiel mache ich bei... Was ist denn hier? Zum Beispiel, wenn ich so Sachen schreibe oder so am PC, dann mache ich zum Beispiel immer ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen, dann macht man normalerweise direkt hinter den Satz. Also hinter das Wort. Ich mache das mach aber trotzdem nur eine Leerzeile immer dazwischen. Oder ich mache zum Beispiel... Ach so, das schreibe ich einfach zusammen. Ich weiß, dass das falsch ist, aber ich mache trotzdem, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich will das so. Machen wir schnell dran. Und ja, so ein paar Störungen habe ich. Die, die immer manchmal so mit mir schreiben, kennen das. Aber ich weiß, dass das falsch ist, mache das aber trotzdem, weil ich irgendwie... Ist anjohrhaft. Ja, ist so. Und ich bin schon fertig. Dafür habe ich jetzt die ganze Holzscheiße gefarmt. Egal, man kann ja immer... Das sieht auch geil aus hier, so als hätte ich so ein Riesendach. Darüber ist mal so gar nichts. So, jetzt gehen wir nochmal schnell klotzen. Hüppa. Fuck. Obwohl, ich könnte ja mal einmal hier rumlatschen. Ich darf hier so durch das Haus rennen, ey, über Dach. Komm ich darüber? Ja. Cool. Da hier müssen definitiv noch die Fenster und dann kommt da hier Glowstone rein. Und hier kommt dann noch Teppich oder sowas hin. Okay.
Okay. Dann hole ich mir jetzt mal Glas. Mach da ein bisschen Glas. Glas, 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 Glas und so. Und so. Jetzt ein bisschen Axt. Ich mache jetzt mal ein bisschen Axt. Ich gehe kein Holz fällen oder so. Ich mache einfach ein bisschen Axt. Blub. Das war's. Hä? Ich will schon gerade sagen, war da nicht immer... Oh ja, mach die ganze Selbstmord. War da nicht immer das Loch? Ich finde es auch blöd. Wo renn ich denn hin? Dass sich hier nicht alles von selbst auffüllt. Das ist ein bisschen scheiße. Sandglas. Die Geschichten, ey. Oh, ich habe so Störungen im Moment. Die Kisten soll ich vielleicht auch noch getrennt. Obwohl, nee, so viel Glas wird man nie haben. Warum soll man sich sonst so viel Glas machen? Da rennt ein Schaf rum. So, jetzt kommt hier erstmal schön das fette Fenster hin. So. Okay. Das sieht doch schön aus, oder? Ich muss mir noch was für hier die Seiten überlegen, aber da ist ja auch das Dach, deswegen muss ich mal gucken, was ich da hin mache. Ich gehe mal kurz von außen glotzen. Glotzen gehe ich da mal. Hier kann ich noch so was hinbauen. Zum Mini-Fenster. Oder ich baue das hier um die Ecke, so ein richtig fettes. So ein richtig fettes Fenster. Ja genau, hier baue ich noch eins hin, so um die Kurve wollte ich ja machen. So. Mal schauen. Ja, so groß ist gut. 1, 2, 3. Ah, ich weiß ja nicht, wie weit ich das hier rumbauen kann. Ey, fail. Eins wäre noch gut, wenn noch eins weiter ging. Okay, geht noch eins weiter. Perfekt. So, dann ist da auch nicht mehr so dunkel. So dunkel. Keine Ahnung, was das jetzt wieder sollte. Einfach wieder ein komischer Spack von mir. Jo, ist doch schön. Dann sieht er dann jetzt ganz so gammelig aus. Ich meine, Minecraft sieht alles ein bisschen gammelig aus, aber egal. Ich hab schon wieder aber egal gesagt. Nein. Mist. Ja. Ja. Ja, geschafft. Ich bin so gut. Okay, da sind wieder drei. Ne? Jo. Gut. Obwohl das eigentlich nur zwei sind, weil das hier eigentlich nicht dazu zählt. Und... Ich glaube, da wäre ein weißer Tintenfisch. Der war auch sehr... mysteriös. Okay, das ist gut. Also richtig. Schön. Jetzt bräuchte ich nur einen Teppich wieder drin. Und hier vielleicht Fackeln drauf machen, aber das habe ich schon wieder vergessen. So, hier kommt dann keine Ahnung was hin. Und hier könnte ich auch mal wegmachen. Das ist ein bisschen dumm, der Zaun. Ich glaub, den Zaun lohnt sich das, den mit so was wegzumachen? Ja, ich glaube doch schon. Das ist wieder spannend, ich baue Zaun ab. Ich baue Zaun ab. Bei der neuen Version ist das auch anders. Wenn du hier so drauf haust, ist das Feld ein ganzer Block, sondern nur der Zaun wirklich. Und deswegen ist es viel schwerer, auf dem Zaun Fackeln zu platzieren, was hier noch gar nicht geht in der Version. Aber hier muss ich mir echt noch was überlegen, das ist ein bisschen beschissen. Oder eher ein bisschen bescheiden. Ich glaube, ich reiß sowieso mal kurz den Steg hier ab, weil den eh keine Sau mehr braucht. Kraftausdrücke. Nein, Sau ist ein weibliches Schwein. Wie zum Beispiel... da. Das ist nämlich auch ein weibliches Schwein. Hoffentlich. Ansonsten ist das ein Transenschwein. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, ey. Bist du eine Torsi? Dann mach irgendwas Besonderes. Oh, da hat er Nein gesagt. Scheiße. Ups, Entschuldigung. Habt ihr gesehen, wie es im Kopf gewackelt hat? So, nein. Das war jetzt Fail. Irgendwie sehen die Kakteen aus wie Kiwis. Ich denke die ganze Zeit an Kiwis, wenn ich die sehe. Aber Kiwis sind viel gammeliger, so innen drin so komisch gammelgrün. Aber jetzt habe ich Bock auf Kiwis. Aber Kiwis sind immer so kompliziert zu essen. Warum rede ich über so einen Scheiß? Vielleicht sollte ich mal zum Arzt. So, zum Dr. Oetker. WTF? Oh. Okay, man merkt,
Ich erzähle nur noch Scheiße. Mein Bruder brüllt gerade behindert durchs Haus. Und trampelt voll, wenn er die Treppe runtergeht. Boah, das hört man ja bis hierhin. Meine Mutter sagt nur so, langsam! So. Ich mach jetzt mal gleich hier so einen Kamikaze-Jump runter. Jetzt brüllt er nochmal unten rum. Wahrscheinlich ist wieder irgendwas kaputt gemacht. Jetzt rennt wieder die Treppe hoch. Vielleicht hört man den gleich. Ich bin mal leise. Hört man ihn? Ich weiß nicht. Kann sein, dass man das hört, weil irgendwie hört man voll viel mit dem Membraner-Ding hier. Membraner, voll dem Membraner. Ich bin ein großer Membraner. So. Ich die Scheiße auch abgeruppt. Hier kommt wieder Sand hin. Das ist dumm, ne? Bimbim, ich hau mit einer Axt Sand kaputt. Da muss man auch mal probieren. So. Ich brauche Sand. Habe ich noch Sand? Ja, ich hatte noch Sand. Ist sie schon wieder freck, gut, dass ich zwei gebaut habe. Und gut, dass ich die nicht mitgeholt habe. Scheiße. Oh, das ist ein Holz. Holz. Ich brauche so viel Holz. Hier muss ich auch mal eine andere Lösung finden als die Gammeltür. Die ist mich ein bisschen nervig. So, Ausrüstung. Gib mir die Axt. Gib mir die Axt. So, die Angel tue ich auch erstmal weg. Holz. Da kommt erstmal die Kiste dahin. Kommt die Kiste nicht dahin? Doch, die Kiste kommt dahin. Ups. So. Kiste. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Holz. Warte mal, kommen die da nicht irgendwo anders hin? Doch, die kommen woanders hin. Ich komme nämlich dahin. Oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Und jetzt habe ich wieder voll viele Zäune. Boah. Ich habe, glaube ich, viel zu viele Zäune am Anfang gemaut. Das brauche ich auch nicht. Die kommen in Gammelstein, da brauche ich auch nicht. Die kommen mal da rein. Dahin. Die da brauche ich im Moment auch nicht. Hätte man eigentlich behalten können. Hm. Egal. Jetzt gehe ich pennen. Hoffe, dass ich nicht abfreck. Hol wieder mal mein Diamantenschwert raus, was irgendwie noch gar nicht kaputt ist. Hier muss man auch ein paar Mal auf Bett kloppen, wenn man schläft. Überaus mysteriös. Ja, wieder da. Wieder da. Wach. Hi. Ja. Kann sein, der auf dem Dach drauf ist. So Ninja-Man-haft. Ah da. Hi. Hallo Spacko. Aber das ist schon nervig, dass da überall so Skelette spawnen. Aber hier finde ich cool. Hier mache ich glaube ich so eine Terrasse oder irgend sowas hin. Auf jeden Fall soll das hier, glaube ich, offen bleiben. Das ist cool. Dann mache ich hier so ein ganz langes Teil drüber, bis der hinten hingeht. Dann ist da vielleicht nochmal so ein anderes Hausdingen. Ist dann halt drunter gar nichts. Oh, ich hätte den Sand mitholen sollen. Fail. Ich glaube, dann mache ich einfach mal kurz. Einfach, weil ich es kann. So weit wie möglich. Blop, 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 blop. Jetzt sage ich keinen Bau. Bau mehr, sondern nur noch blub, blub. Ist aber fast überhaupt nicht nervig. Dann geht hier so eine Brücke bis dahin und dann geht ihr da im Wasser weiter. Mit dem Gebilde. Was ich als Haus bezeichne. Wie war ich gerade doof? Ich renne einfach hier hoch ohne irgendeinen Plan. Hol einfach gar nichts mit, außer so ein bisschen Holz. Eigentlich wollte ich ja da unten nicht ausbessern, weil das scheiße aussieht. Ich kann nie lange irgendwas vergammeln lassen. Fail. So. Ich muss irgendwie mal ein paar von den Kakteen abreißen. Und zumindest die mal stutzen, weil die sind wieder viel zu fett. Komm, ich geh da doch hin, eine Reihe. Jetzt ist er wieder asymmetrisch und ich krieg wieder Krämpfe. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay. So eine Beruhigungstabletten holen. Oh, so hässlich. Und hui. Oh, warum liegt da eine Fackel? Komisch. Achso, weil an dem Pfahl da so Fackeln dran waren. Ach stimmt, ich war ja hier bei das abzubauen. Und dann ist meine Axt gesplättert. Ich hab an dem Holz kaputt geschlagen, die Axt. Ich hoffe, wir haben mal Zeit für eine Diamantenaxt, weil solange es hier kein Timbermod gibt, lohnt sich eine
Diamanten-Axt. Schon wieder Part rum, WTF. So viel habe ich jetzt aber auch nicht in 3 Parts geschafft. Wie ich mir eigentlich auch erhofft hatte. Ach, jetzt habe ich ja wieder Holz. Haha. Haha, habe ich gesagt. Ha. Nein. So, ganz vorsichtig. Gebäscht. Okay, jetzt klappe ich noch schnell hier die Kakteen kaputt. Damit sie wieder schön wachsen können. Und vielleicht mache ich irgendwann mal so... Ich habe ja jetzt bald 200 Abonnenten. Cool, ne? Ging eigentlich relativ schnell jetzt. So eine Art Super-Special, wo ihr dann, wenn ihr Xbox Live habt, auf die Welt könnt. Was aber auch relativ gefährlich ist, da nämlich einfach irgendwelche Leute hier drauf können und dann einfach alles kaputt kloppen können. Weil man hier keine Plugins und so einen Scheiß drauf machen kann. Und deswegen glaube ich, mache ich das eher nicht, weil das viel zu gefährlich ist. Weil ich habe da schon so Erfahrungen mit. Zumindest in Terraria. Da hat nämlich The Lisa einen Server gemacht für die Zuschauer und die haben einfach alles kaputt gekloppt. Deswegen bin ich damit vorsichtig. Weil ich weiß ja nicht, ob man euch so vertrauen kann, ne? Wow. Weil die meisten von den Zuschauern kenne ich ja noch damals. Wow. Scheiß Kakteen. Vor allem, ich bin die ganze Zeit kein einziges Mal dagegen gelatscht und jetzt renne ich dauerhaft dagegen. So instant. Bärentod, Bärentod. Ich mag einfach auch so niedrig platziert, jetzt muss ich kopfen. So, jetzt hole ich mir noch schnell den Sand, mach das da aus, bis dann das war dann für den Part. Scheiße. Oh nein, ich bin so wenig Sand. Das war schon dumm, ne? Schon relativ blöd. Was mach ich denn jetzt? Ich muss noch sofort Sand holen. Aber ist da was? Ich glaube einfach jeder kaputt. Genau. Das heißt eine Strömung, nö, gut. Wie die einfach mal da hochblatschen, so. Gut, dass hier keine Strömung ist, aber ist auch ganz schön nervig. Brauche ich mal schnell den Unterwassersandhügel hier weg. Macht bestimmt Spaß, so Unterwassersand abzubauen. Der ist ja dann überhaupt nicht matschig oder so. Das wird hier noch so ganz fein, weil das ja Minecraft-Logik ist. So, so, so. Oh, ich will sterben, oh mein Gott. Huh, geschafft. Wie viel Sand habe ich denn? 32, okay. Oh, mach doch mal hin, Bam. Ich habe übrigens vor, sage ich jetzt noch einfach schnell am Ende vom Part, weil Minecraft ist ja ein lizenzfreies Spiel. Ich hoffe von der Xbox, die Xbox-Version. Au, aua, aua. Und dann habe ich vor, Werbung auf den Minecraft-Parts oder auf die Minecraft-Parts zu schalten. Also das heißt, nicht, dass da immer so fette Werbung reinklatscht kommt, da kann man nur jetzt irgendwie YouTube-Partner, sondern dass da halt immer unten so ein kleiner Werbebalken steht oder am Rand. Und ja, deswegen nicht überrascht sein, wenn irgendwann auf einmal so Werbung da steht. Was mache ich denn? Das liegt daran, dass ich einfach mal, ja, die Werbung da reinklatschen wollte. Und das sieht dann bestimmt noch cool aus. Voll professionell und so. Da Minecraft auch relativ viele Leute gucken, lohnt sich das auch. Weil bei Zelda würde ich jetzt zum Beispiel nicht machen. Ich habe ja nur jetzt die Rechte an dem Spiel. Es sind ja auch viele, die machen einfach so, weil jetzt kann ja jeder YouTube-Partner praktisch werden, also damit Geld verdienen. Die machen dann einfach so, ja, Werbung auf alles. Obwohl die gar nicht die Rechte da dran haben. Das ist ja eigentlich verboten. Ne, Lisa? Die so einfach so Werbung auf alles macht. Aber egal, ich sag tschüss und bis zum nächsten Part und dann mit dem YouTube-Partner und so ein Scheiß und Geld verdienen und abo geil, Geld geil, schwör, Digga, mache ich noch in einem anderen Part als Thema und ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Part von Minecraft. Ich will da mein Haus angucken, ich will da mein Haus angucken, los, 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 noch 10, 9, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 6, 2, 1, 1, 0.